heute seht ihr wieder ein Unboxing von mir, der besonderen Art. Ich komme überhaupt nicht aus dem Lachen raus, deswegen musste ich das gleich machen. Ich habe bei AliExpress bestellt und Anfang Januar und ich warte und warte und warte auf meine Päckchen und es kommt nichts. Dann habe ich den Verkäufer angeschrieben und habe gefragt, ja, wann kommt denn meine Ware? Natürlich keine Antwort bekommen und dann habe ich gedacht, naja, schön. Wieder Lehrgeld bezahlt, ne? Heute gehe ich in meine gelbe Tonne, weil ich Zeug wegbringen wollte und da, ich weiß nicht wie lange, diese Päckchen da schon drinne liegen. Ich gehe ja nicht jeden Tag zur gelben Tonne und mache da was rein. Ich habe so gelacht, wo ich das gesehen habe. Es hatte ja auch die ganze Woche geregnet. Ja, fand da ganz wahrscheinlich ganz witzig, das reinzulegen. Er hätte ja wenigstens eine Nachricht da lassen können. Päckchen liegt in der gelben Tonne oder irgend sowas. Na gut. Ich habe 2 Koffer bestellt. Dank Pichus Moon Art, die das mal vorgestellt hat. Fand ich ganz toll. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 60 Dosen. 60 große Dosen. Ja, der Koffer ist ja allgemein bekannt. Da ist noch Zubehör mit drin. Runde Etiketten diesmal, super. Sonst kriege ich im Eckige ein lila Schüppchen, habe ich auch noch nicht. Und, naja, so ein Trichter. Gut, der Koffer hat hier hinten ein Netz, wo ich immer alles, wenn ich auch irgendwo anders pente oder mal wegfahre, das hier reinmachen kann oder die restlichen Steine hier reinlege und das Bild hier reinlege. Also super schön, auch von der Optik her, gefällt mir wunderbar. Dann habe ich noch einen Koffer, der ist genauso aufgestellt. 2 grüne Schiffchen, 60 Dosen, große Dosen, ich sag mal für kleines Geld. Und ein lila Schiffchen. So, das war das eine Päckchen. Da bin ich ja froh, dass ich das jetzt endlich bekommen habe. Und dann habe ich noch ein rundes Päckchen bekommen. Super verpackt mit Luftpolster. Gehört. So, ich weiß gar nicht, was das für eine Bestellung gewesen ist. Dann schauen wir mal, was ich hier bestellt habe. Vor langer, langer Zeit. Also auf alle Fälle von AliExpress. Das sieht schon mal super schön aus. Schön verpackt. Und was ist da jetzt drin? Oh, schaut mal. Nochmal verpackt in einem Oh ja. Ja, schön dick. Ein lila. Und dazu waren noch Aufsetzer, Mehrfachaufsetzer, ein Stück blauen Wachs. Und die Mehrfachaufsetzer sind, oh, die sind breit. Oh nee, breite Aufsetzer. Die kann ich schon mal zur Seite legen. Das ist auch ein Dreier, auch breit oder dünn. Ich muss mal das nochmal in Ruhe. Und 2 Spitzen. Ja, super verpackt, super schön. Die kann ich hier nehmen. Da habe ich sowieso in der Schale, wo ich die alle reinmache. Und dann probiere ich die Mehrfachaufsätze nochmal aus. So, das war ja schon mal was Schönes. Jetzt gucke ich mal weiter. Das ist einmal, das mache ich extra auf.
Und ja, das sind Bilder, die zeige ich im extra Video, weil ich mir angucken muss, ob das eckige oder runde Steine waren. Na gut, dann bin ich ja erstmal froh, dass ich meine Ware bekommen habe, auf die ich schon lange gewartet habe. Und sage tschüss, eure Celine aus dem Kunstraum.